Morgenstund hat Gold im Mund oder in unserem Fall eher Blech. Denn wer bei der Pannonia Carnuntum Rallye an den Start geht, der muss auch am dritten und letzten Tag früh aufstehen. Doch bevor wir in die Pedale treten, da stärken wir uns noch mit einem ausgiebigen Frühstück im Pannonia Tower Hotel. An und für sich bin ich kein Frühstücker, aber wenn es so ein opulentes Buffet gibt, dann kann ich nicht anders, ich muss es kosten. Im besten Seminarhotel des Burgenlands lädt Direktor Christian Kühnelt in den 14. Stock zum VIP-Frühstück ein. Wir haben in den letzten Jahren schon hier das Frühstück für die Oldtimer alle zum Frühstück eingeladen und wir haben alle Teilnehmer hier heute im Haus und auch im 14. Stock in der höchsten Seminarlocation des Burgenlandes auch einen Teil der Gäste untergebracht, die sich gerade noch stärken für den Rallye-Tag haben. Das ist ein ganz interessanter Kontrast, die Oldtimer und das modernste Hotel des Burgenlandes. Und das ist sicher eine ideale Kombination. Vom Dach des Pannonia Tower Hotels aus hat man einen tollen Überblick auf das neu eröffnete Villaggio Fashion Outlet in Parndorf, von wo aus die ersten Fahrer bereits an den Start gehen und sich in Richtung Ungarn aufmachen. Wir sind ein regionales Outlet. Wir wollen uns hier auch mit den Unternehmen und mit den Organisationen zusammentun, um zu zeigen, dass wir hier unterstützen. Und nachdem die ganze Organisation hier und die Pannonische Rallye ein burgenländisches Ereignis ist und ich auch Burgenländer bin und wir regional sein wollen, deswegen unterstützen wir solche Veranstaltungen. Von Parndorf aus führt uns die Reise nach Moschonmaschirovar in die Fußgängerzone, wo bereits zahlreiche Schaulustige auf die über 160 Fahrzeuge warten. Zeit, sich ein bisschen umzuhören. Wie ist die Fahrt bis jetzt? Sehr schön. Sehr schön. Problemlos. Wer ist denn wichtiger, der Beifahrer oder der Fahrer? Beide. Na, würde ich sagen. Super geil, das Wetter ist schön, wir haben wenig Gegenwind, wir können sogar 80 km/h fahren. Sie sind immer mit dabei? Ja, wir sind das 9. Mal schon dabei und wir hoffen auch das 10. Mal. Ja, wir haben ein gutes Gefühl, aber man kann nie sagen, es ist sicher. Aber haben Sie schon mal gewonnen? Ja, im Vorjahr haben wir die Gesamtwertung von der Pannonia gewonnen, ja. Jetzt holen wir uns den Sieg zum 2. Mal. Werden wir sehen. Momentan liegen wir ganz knapp hinten auf der 2. Stelle. Es ist lustig, es ist nett, so schöne Autos zu sehen, selber zu fahren, im Konvoi zu fahren. Und dann haben wir so ein schönes Wetter, also es ist einfach ein gutes Feeling. Ja. Der 2. Gang funktioniert anscheinend nicht mehr, wenn man sagen lassen. Stimmt das? Naja, ich würde sagen, das ist ein Mythos. bei der PS-Anzahl muss man oft mit dem ersten fahren. Unser Tacho geht sehr ungenau, dann der Kilometerzähler geht ungenau und außerdem, wir fahren die Pannonia das erste Mal, ja, da braucht man gewisse Erfahrung, dass man sagt, man ist dabei. So schaut also das Innenleben aus von einer Luxuskarosserie mit Champagner, ja, so lässt sich's fahren. Der nächste Stopp führt uns nach Gjör und in das Audi-Motorenwerk. Auf dem riesigen Parkplatz des Audi-Motorenwerk kann man alle Oldtimer dann in Ruhe betrachten. Also wir haben heute hier unseren Mittagsstopp und ich denke, dass die fürs leibliche Wohl für unsere Gäste hier ausreichend gesorgt ist. Wir bieten auch letztendlich an, dass man sich das Werk kurz anschaut. Und wir werden dann anschließend nach diesem Zwischenstopp einen kurzen Sonderstopp machen in der neuen Fahrzeugfertigung. Naja, wir sind hier seit 19 Jahren dabei, Motorenfertigung zu machen. Wir produzieren alle Motoren für die Audi AG, für den Weltmarkt, in der Größenordnung knapp 2 Millionen Motoren, vom 4-Zylinder- bis zum 12-Zylinder-Motor hier. Wir produzieren Fahrzeuge in Kombination mit den Kollegen in Ingolstadt. Wir machen das Adria Cabriolet, den TT, den kennen Sie sicherlich als Auto. Und unser neuestes Auto ist der RS3. Drei sehr emotionale Fahrzeuge, insofern passt es zu den Oldtimern. Ich denke, dass kaum jemand einen Oldtimer hat, wenn er nicht mit voller Emotion dabei ist. Und insofern passt es eigentlich für uns auch recht schön zu unserer Tradition, die wir pflegen als Firma, als Fahrzeughersteller. Und mit diesen tollen Fahrzeugen, die heute hier bei uns sind, ist es ein wirklich schöner Anlass und letztendlich auch bei dem Wetter ideal. Was Schöneres können wir uns gar nicht vorstellen. Da ist Familie mit dabei, zwischendurch eine Tasse Kaffee trinken, das ist einfach schön und es macht unheimlich viel Spaß, auch zu sehen, was es für schöne Autos gibt und das ist das, was uns begeistert. Wenn
das Geldbeutel hätte, wären schon einige dabei, die interessant wären. Der da zum Beispiel, das ist ein Jaguar SS100, ein Vorkriegsrennauto. Das ist schon sehr selten, aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr teuer. Highlight der Rallye ist die Neuauflage des UR Morgans Three-Wheeler, der vom legendären Rudi Hammerschmidt gefahren wird. Das Schöne, es ist ein puristisches Auto. Man fährt wie mit einer Harley Davidson oder mit einer Beiwagenmaschine. Und das Schöne ist, man sitzt im Freien, man kann langsam fahren damit, man sieht die Räder, man sieht, wie die springen natürlich bei den schlechteren Straßen. Und das Ding hat an die 100 PS, 500 Kilo und geht sehr schnell auch, wenn es sein kann. Nicht nur weit gefahren, sondern auch weit gereist ist dieses Schmuckstück. Ich komme von Australien und ich mache eine Welttour, eine Europatour sozusagen. Und jetzt bin ich hier auf dieser Rallye. Ja, wir haben uns von Österreich, vom Neusiedlersee kommend, entlang der Leitha und entlang der Donau Richtung Raab, also Dürr, bewegt. Und von hier fahren wir Richtung Westen, quasi an der Südufer des Neusiedlersees über den sogenannten Hanschak. Das ist ein grenzüberschreitendes Gebiet, Ungarn-Österreich. Und da durch die Dörfer, eine schöne, gemütliche Strecke und kommen dann südlich vom Neusiedlersee wieder über die Grenze nach Österreich. In Ilmitz schließlich geht die 10. Goodyear Pannonia Carnuntum Rally zu Ende. Doch vorher noch ein paar Worte zum Ursprung. Vor 10 Jahren hat ein Freund und Kunde von mir die Firma Reifenritz, der größte Reifenhändler Ostösterreichs, sein 50-jähriges Firmenjubiläum gefeiert und wollte einen Event, wo man 50 Jahre automobile Tradition auf die Straße bringt. Und was lag näher als eine Oldtimer-Rallye auf die Füße zu stellen, und das war die erste Pannonia Carnuntum Historic. Und da kamen schon ungefähr 150 Starter und war es einmaliger Event geplant, und plötzlich sagt alle, wir kommen nächstes Jahr wieder. So entstand die 2. und heuer haben wir die 10. und Reifenritz feiert 60 Jahre, also haben wir 2 Jubiläen. Wir hören schon im Hintergrund, die Blasmusik spielt schon. Wo befinden wir uns denn jetzt? Ja, wir befinden uns hier in der wunderschönen Seegemeinde Ilmitz. Es ist ein herrliches Urlaubsdomizil, wo der Start und das Ziel dieser Rallye stattfindet. Die Teilnehmer genügend Quartiere, schöne finden und auch eine wunderbare Gastronomie hier ist. Also eine idealere Rallye-Hauptstadt des Ilmitz könnte es gar nicht geben. Das war's vom Top-Event der Oldtimer-Szene und wir nehmen Abschied von einem unvergesslichen Erlebnis.